Hallo. Bist du auch auf der Suche nach einem Diagnosegerät, was alles kann und zugleich billig ist, wie auch? Und das sicher auch noch eine Ewigkeit lang. Es ist oft schwer, in dem Meer von Angeboten und Kostenfallen sich zurechtzufinden. Wir glauben aber, eins gefunden zu haben. Oder besser gesagt, eine Serie an Geräten gefunden zu haben, die sehr nah an den gewünschten dran ist. Dem Alleskönner. Nämlich die Produktserie von Muka CS. Wieso genau diese Marke und was sie so besonders macht, nach dem Intro. Bei der Muka CS Serie handelt es sich eigentlich immer um die gleiche Hardware. Es ist dennoch eine Produktserie, da es unterschiedliche Konfigurationen der Software anbietet. Hier in der Übersicht siehst du, was wir damit meinen. Je nach Bedarf kannst du dich für eine gewisse Konfiguration von den 5 verfügbaren entscheiden. Das CS2, CS4, CS6, CS90 und das CS99. Es werden bis zu 28 Wartungs- bzw. Reset-Funktionen und Zugriffe auf alle Systeme im Auto paketweise angeboten. Es sind immer die gleichen Geräte, die Software ist jedoch je nach erworbener Konfiguration unterschiedlich. Das CS4 zum Beispiel hat Zugriff auf 4 Systeme im Auto und kann 5 Reset- bzw. Wartungsfunktionen durchführen. Das alles nur für 155 Euro einmalig. Genau diese Konfiguration, das CS4, haben wir uns auch geholt und einmal genauer angesehen. Das Gerät kommt sehr edel verpackt und hinterlässt einen kräftigen und modernen Eindruck. Das Gerät hier jetzt im Video ist natürlich von uns schon öfters benutzt worden, daher sieht die Verpackung nicht mehr so schön aus. Geliefert wird das alles jedoch ohne einen einzigen Knick. Neben dem Gerät selbst bekommst du in der Lieferung auch eine Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen. Wir zeigen dir noch schnell das Gerät selbst und dann schließen wir es einmal an ein Auto an. Schauen wir uns das CS4 einmal in Action an. Dafür steckst du das Muka in die OBD2-Buchse des Autos an. Diese befindet sich eigentlich immer im Fußraum des Fahrers. Das Gerät startet dann von selbst, da es von der Spannungsversorgung vom Auto mit versorgt wird. So, auf der Startseite wird das Ganze schon mal in 3 Bereiche aufgeteilt. Das Auslesen des Fehlerspeichers und die Fahrzeuganalyse befindet sich hinter dem Button Scan. Live-Datenanalysen und Auswertungen verschiedener Signale, die dir dein Auto liefert, findest du im Menüpunkt OBD. Unter Wartung und Service befinden sich die ganzen Resets und Kalibrierungsmöglichkeiten. Auf die restlichen Schaltflächen kommen wir später. Schauen wir uns als erstes den Menüpunkt Scan an. Aber vorerst, die, was schon mal ein Muka besaßen, erinnern sich vielleicht an den Store. Diesen gibt es so nicht mehr und wird es auch wahrscheinlich nicht mehr geben. Im Store gab es die Möglichkeit, Zusatzfunktionen dazu zu kaufen. Zum Beispiel hat das CS4 keine DPF-Regeneration. Im Store konnte man diese Funktion für etwas extra Geld dazu erwerben. Als Kompromiss aber muss man heute kein Abo mehr für seine erworbene Konfiguration zahlen und man hat lebenslange Updates zur Verfügung. Soweit so gut. Wir starten mal, wie schon gesagt, mit dem Menüpunkt Scan. Nach dem Klicken auf den Button wählst du das Fahrzeug aus, mit dem du dich verbinden willst. In unserem Fall haben wir einen BMW F30 2015er Baujahr bei uns. Beim Klicken auf automatische Suche holt sich das Muka alleine schon die ganzen Kommunikationsdaten. Hier werden Fahrgestellnummer, Kilometerstand und so weiter angezeigt. Beim Klicken auf nächster Schritt kann man auswählen zwischen Schnelltest und Systemscannen. Bei der Option Systemscannen kannst du die Steuergeräte auswählen, die du auslesen willst. Es wird nicht das gesamte System gescannt, sondern nur die angehakten Systeme. Hier werden dir vorab alle ausgerüsteten Steuergeräte, die dein Auto besitzt, angezeigt. Beim Klicken auf eins der Module zeigt es dir vorab alle Eigenschaften des Steuergerätes an. Beim Klicken auf Fortfahren kannst du dann auswählen, ob du den Fehlerspeicher löschen, den Fehlercode lesen willst oder den Datenstrom, die Live-Daten lesen willst. Wir aber wollen dir den Schnelltest zeigen. Dieser liest das gesamte System des Autos aus. Diese Funktion wird auch am meisten benötigt.
In diesem Modus kannst du alle Steuergeräte, auf die das Gerät einen Zugriff hat, je nach erworbener Konfiguration natürlich, schnell auslesen lassen. Nach dem Lesen des DTCs bekommst du eine klare Übersicht über alle Steuergeräte und die Fehlercodes. Sollte der Fehlerbericht selbst für dich nicht ausführlich genug sein, kannst du auf den Fehlercode klicken. Daraufhin leitet dich das MUCA, sofern eine Internetverbindung besteht, nach Google und googelt für dich automatisch den Fehlercode. Den Fehlerbericht oder das Protokoll kannst du dir dann per Mail schicken lassen oder als PDF auf deinem MUCA speichern. Wenn wir jetzt ins Hauptmenü zurückkehren, schauen wir uns den nächsten Punkt, nämlich OBD, an. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche OBD verbindet sich das Fahrzeug erneut mit deinem MUCA. Im Menü angelangt kannst du auswählen, ob du Live-Daten, das Standbild oder einen Trouble-Code lesen willst. Wir klicken jetzt mal auf Live-Daten lesen. Hier kannst du die gewünschten Parameter bzw. Systeme auswählen, deren Live-Datenströme du lesen willst. Neben den angezeigten Ist-Werten in Zahlenform kannst du dir die Daten in einem Diagramm zeichnen lassen und den Verlauf analysieren. Du siehst hier schon, dass du eine Unmenge an Parametern zur Verfügung hast, die du analysieren kannst. Natürlich kannst du nur das analysieren, was dir dein Fahrzeug auch bietet. Solltest du einen gewissen Sensor nicht verbaut haben, kannst du die Live-Daten hier auch nicht lesen. Als Beispiel nehmen wir mal die Umgebungstemperatur, die Störungsanzeige Zustand, Zeit seit Motorenstart und die relative Drosselklappenstellung. Zusätzlich packen wir noch den Ladedrucksensor A hinzu. Nach dem Klicken auf OK bekommen wir die Zahlenwerte. Das Auto ist hier gerade im ausgeschalteten Zustand. Beim Klicken auf das rote Trendsymbol neben den Zahlenwerten kommst du in das Diagramm hinein, wo du den Verlauf ablesen kannst. Hier haben wir als Beispiel die Umgebungstemperatur genommen. Die bleibt natürlich konstant. Als nächstes zeigen wir euch den Menüpunkt Wartung und Service. Je nachdem, welche Konfiguration du erworben hast, findest du hier alle deine Reset- und Wartungsfunktionen. Beim CS4, wie in diesem Beispiel, haben wir insgesamt 5 Wartungsfunktionen. Brake, das steht für Bremse, ETS für die elektrische Drosselklappe, Oil für das Öl, SAS für Lenkung und Fahrwerk und TPMS steht für Tire Pressure Monitoring System, also die Reifendruckkontrollanlage. Um Zeit zu sparen, gehen wir hier in diesem Video nicht auf alle Wartungsfunktionen ein. Um kurz auf die Bremsfunktionen zurückzukommen, bei den Bremsbelägen gibt es eine Mindestdicke. Wenn diese Mindestdicke erreicht wird, dann wird ein Induktionsdraht abgenutzt. Dieser Induktionsdraht setzt dann eine Fehlermeldung in den Bordcomputer. Um diese Fehlermeldung wegzubekommen, muss man die Bremsbeläge wechseln und schließlich das System zurücksetzen. Das ist natürlich mit dem MUCA CS4 möglich. Weiters kann das MUCA CS4 die elektronische Belagsperre und die elektronische Parkbremse zurücksetzen. So viel zu den Bremsen. Nun schauen wir uns die Wartungsfunktion Öl an. Nach dem Klick auf die Wartungsfunktion Öl suchst du deine Automarke und schaltest die Zündung ein. Die Funktionen sind mehr oder weniger selbsterklärend. Auf Zurücksetzen der Wartung kannst du deinen Ölwechselintervall jetzt zurücksetzen. Unter Wartungskorrektur kannst du selbst die Ölwechselintervalle festlegen. Das war's auch schon mit den Ölwartungsfunktionen. Mehr braucht man meiner Meinung nach auch nicht. Wir machen nun weiter mit den SAS-Funktionen, nämlich der Lenkung und dem Fahrwerk. Hier wieder die gleiche Prozedur. Fahrzeuge auswählen und Zündung einschalten. Hier ist es möglich, den Lenkwinkelsensor neu zu kalibrieren. Wenn du die Position findest, bei der dein Fahrzeug gerade ausfährt, kannst du diesen Wert als Referenz hernehmen. Prinzipiell muss der Lenkwinkel immer auf 0 zurückgesetzt werden, wenn der Lenkwinkelsensor ausgetauscht wurde, mechanische Teile des Lenksystems ausgetauscht wurden, eine Karosseriereparatur durchgeführt wurde oder eine Allradpositionierung ansteht. Zum Schluss schauen wir uns noch das TPMS an. Nach dem erneutigen Auswählen des Fahrzeugs und das Starten der Zündung
kannst du mit Hilfe dieser Wartungsfunktion die Reifendruckfehleranzeige ausschalten bzw. zurücksetzen. Nach dem Wechsel der RDKS-Sensoren kann das System mit Hilfe der CS4-Konfiguration ebenfalls zurückgesetzt werden. So, das wäre es auch mit den Wartungsfunktionen gewesen. Für eine detailliertere Beschreibung bzw. Anleitung der Wartungsfunktionen habe ich einen Link in die Beschreibung mit eingepackt. Als nächstes schauen wir uns die Nebenfunktionen vom UKCS 4 an. Als erstes kommen die Aktualisierungen dran. Hier ist es möglich, einzelne Automarken sowie auch die Funktionen abzudaten. Die Updates sind wie schon erwähnt kostenlos und lebenslang garantiert. Als nächstes hüpfen wir in die Dateiablage. Hier kannst du alle deine Berichte und Fotos bzw. Screenshots einsehen. Die Berichte kannst du zum Beispiel auch über Mail versenden. Eine andere Alternative wäre, diese als PDF zu exportieren und auf dem MUKA CS4 gespeichert zu lassen. Unter dem Menüpunkt Reparaturinformationen findest du die OBD-Fehlerbibliothek. Hier tippst du deinen Fehlercode ein und kannst nachsehen, ob es schon Fehlercodes gibt, die abgespeichert worden sind. Unter der Abdeckungsliste hast du alle kompatiblen Fahrzeuge und Systeme, die dir dein MUKA CS4 bietet. Und schlussendlich in den Einstellungen kannst du dir dein Gerät individualisieren. Screenshots kannst du hier ebenfalls aktivieren, sowie auch den Bildschirmrekorder. Das war's dann auch schon mit der Anleitung für das MUKA CS4. Zusammenfassend können wir sagen, dass durch die vielen Funktionen und den niedrigen Preis die MUKA CS Produktserie ideal für den Do-It-Yourself-Schrauber zu Hause ist. Wir empfehlen jedoch klar das MUKA CS4 oder nach Bedarf das MUKA CS6. Mit einer dieser Konfigurationen hast du eigentlich alle Bedürfnisse eines Hobbyschraubers gedeckt und zugleich ein Gerät, welches technisch zuverlässig ist. Bist du auf der Suche nach einem Kfz-Diagnosegerät, was nahezu alles kann und dir der Preis unwichtig ist, empfehlen wir dir das MUKA V06. Dieses Gerät liest alle Systeme aus und hat alle 28 Wartungsfunktionen. Diese V06-Konfiguration findest du ebenfalls als Link in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall hoffen wir, dass dir dieses Video geholfen hat und wünschen dir viel Spaß bei der Fehleranalyse. Bis zum nächsten Mal!